Ja. Und dann machst du es halt wieder, genau, schön, schön ist das. Beim Rausgehen machst du es halt dann wieder zu, ne? Ach, war das schön. Jetzt geh ich schlafen. Eine Akazie musste ich jetzt ein bisschen stutzen. Alles mal passieren. Kann alles mal passieren. Ja, die ist mir halt mitten in den Weg reingewachsen. Beziehungsweise ich musste den Weg abbauen, damit die überhaupt wächst. Ich will eigentlich nur noch ein Pferd finden, damit ich dann da damit geschwind nach Hause reiten kann. Hast du einen Sattel mit? Nee, brauchst du aber nicht zwangsweise. So lange Rechtsklick machen, bis es entsprechend dich. Oh, das ist ein Enderman. Hallo. Okay. Wie ist das denn dann bei Wie Esel? ist der gruselig? Ich finde also ich finde bei Zwecks eigentlich alles total lustig, wie die Viecher aussehen. Ja, aber das sah schon echt gruselig aus. Ja, aber dann hättest du das bei mir mal sehen müssen, wenn du den Enderman anzündest. Das sieht so aus, als wenn du den gerade irgendwie in so einem Röntgenapparat drin reinstellst. Oh shit, das Problem ist, dass es hier gerade so dunkel wird, dass ich nichts sehe. Kenn ich. Oh, ich habe ja diese creepy Spinnenaugen, die ich einfach meilenweit sehe. Sollte ja was am Leuchten sind. Ich will hier wieder zurück. Es ist okay. Dunkel. Ja. Ja, mein Schatz. Oh, da ist ein Licht. Das ist eine Fackel. Hier verstecke ich mich so lange. Ja. Die Tabletten, die ich nehme, machen mich, können mich anscheinend nebenwirkungstechnisch aggressiv machen. Wieso weißt du das jetzt auf einmal? Hat man mir erzählt. Ich habe es aber jetzt erst gelesen. Aha. Das ist ja nicht so toll. Nee. Finde ich auch nicht. Aber du wirkst jetzt nicht so aggressiv. Nicht mehr als sonst. Chris, erstmal einfach was Parts. Parts, was hast du gesagt? Sag das nochmal. Du warst nicht so aggressiv, ich geb dir gleich nicht so aggressiv. Oh, ich glaube, ich lock mich jetzt aus, weil ich kann jetzt nichts weitermachen. Weil ohne Stein. Ja, doch, du kannst welche brennen. Du kannst normale Steine aus der Steinmaschine nehmen und in den Ofen schmeißen. Das ist ja das, was ich auch mache, halt manuell. Aber normale Steine gibt es doch nicht. Normaler Stein erlebt es, du kannst, du hast nur Bruchsteine gibt es, nur nicht diesen Stein. Ja, aber dauert das nicht von lange? Nein, das ist ein normaler Brennprozess. Und dann, warte mal. Dann packst du 4 Stacks gebrannten Steinen aneinander und erhältst. Bruchstein. Nein, Stein. Bruchstein ist das, was in den Ofen muss, ja. Genau, genau. Bruchstein ist das, was. Ja, jetzt brauche ich aber Kohle. Das ist das, was ich aber gefragt hatte in der Verlie, deswegen war die Aussage schon richtig. Du kannst auch Stein oder Kohle oder irgendwas, nicht Stein, Holz oder entsprechend. Holz? Besser? Mach mal. Kohle hält das länger, ne? Ich hätte Kohle. Man muss nur gleich jemand sagen, wenn es wieder hell wird, weil ich will jetzt hier echt nicht irgendwie rumwuseln. So nicht, das ist hier voll spannend. Ich finde das, find das Inventar sieht viel cooler aus. Ja, sieht das auch. Aber ich muss Glowstone. Man muss das alles noch bei mir installieren, das wollte ich ja mal gemacht haben irgendwie, aber ist nie passiert. Ja, noch nicht, weil wir mit dem Laptop ja da auch noch nicht groß weitergearbeitet Und bis haben. Bis ich das nutzen kann, das dauert ewig. Nur wie lange das dauert. Du kannst ja auch mehrere Öfen nutzen. Ich würde sagen, du musst, du kannst ja, dafür haben wir ja 3, 4 Stück nebeneinander. Dann kannst du das quasi ist, 4 Stacks direkt fertig machen. Nimm am besten als, anstatt Kohle, nimm am besten Lava. Habe ich nicht. Ich hab, kann man sich holen. Ich habe hier nämlich auch 4, 7 Öfen stehen, mit denen ich dann gleichzeitig brenne. Das ist ein Enderman. Das ist ein Enderman. Die sind leuchtenden Augen. Enderman. Enderman. Das, was er war, er Ender kennt.
Wie viel Kohle brauche ich eigentlich so? Weiß ich nicht. 16? 16? Weiß ich nicht. Alter, ich hasse es. Wenn sie am Sterben sind und dann noch wegporten. Ja. Wo kriege ich das Lava her? Und wie fange ich die auf und so? Mit einem Eimer. Mit einem Eimer. Haben wir einen Eimer? Mhm. Aber es darf keine fließende Lava sein. In unserer Kiste. Und wo kriege ich Lava hin? Ich glaube, direkt bei uns irgendwie um die Ecke war so ein. Einfach ein Eimer, ja? Mhm. Ja. Erik geht jetzt schon mit am Und was ist mit unserem Jacuzzi? Geht ich, das da auch? Ja, aber dann würdest du den Jacuzzi leer machen, das ist nicht so geil. Ich kann aber nicht mitgehen, weil ich bin halt gerade gar nicht in der Nähe. Okay. Oh, zwei brennende Skelette. Ihr seid so fies. Wir wollen nur drauf, ich will nur auf Nummer sicher gehen, dass du dich nicht abfackelst. Ja. Ich meine, ihr seid so fies, weil es geht keiner mit dir mit. Ich würde ja gerne. Irgendwie sieht das ziemlich cool aus hier mit diesem ganzen viel zu voll bewaldeten Gebiet. Ach, du bist in dem Schwarzeichengebiet, wo die auch die etwas dickeren Bäume stehen. Ja, genau. Auf der Suche nach einem Hottemax. Ich weiß, ich bin hier schon ein bisschen voraus und so. Da kommt jetzt Roboter an. Von wem? Von mir? Ja, jetzt nicht mehr. Ich bin dir schon ein wenig voraus und suche auch schon. Aber du hast doch schon einen Hotter Max. Ja, ich könnte dir ja dann sagen, komm hier hin. Ach so, ja, das ist natürlich vollkommen lieb von dir. Kann mir also jemand vielleicht sagen, wo ich hin muss? Manchmal sind wir in diesem Stream auch kollegial, ne? Also ja, aber nur manchmal, deswegen bin ich das, deswegen ist das für mich meistens so ungewohnt. Ich mache jetzt den Jacuzzi leer. Nein! Dann sag mir, wo die Lava ist. Ja, der guckt doch einfach und ich mal ein bisschen. Guck doch einfach, weißt du, wie groß die Welt ist? Ja, guck doch einfach. Wir haben doch die Karte. Ja. Ja, wo gucke ich denn auf die Karte? Und ist auf der Karte Lava gezeichnet? Ja. Und anscheinend ja keine fließende Lava, wie Sebastian gerade sagte. Naveen.minecraft.de. Oh, das ist die Karte. Also ich habe gerade Lava entdeckt, aber ich bin auch sehr weit weg. Ich habe einen Enderman, der sich gerade mit einem Hasen einen Anstarrwettbewerb gibt. Ich bin gruseliger. Nein, ich bin gruseliger. Dieses Schaf ist gruseliger. Der Enderman, komm her. Da, du brennst wieder. Yep. Ich bin auf einer großen Ebene. Ich weiß ja nicht, wo ich genau bin. Ich bin auch auf einer riesengroßen Ebene. Aber hier sind Skelettomate. Ja, die habe ich ja auch ganz viele. Bin. Da ist ein Zombie. Oh Gott. Was denn? Ein Spinnenskelettreiter. Uah. Wie lange hält die Nacht noch an, ey? Ja, die ist schon ein bisschen geht, lang. Geht's gerade unter. Niki? Wieso bist du denn jetzt unter Tage? Hm. Ja, weil es unter der Erde meistens auch Lava gibt. Tja, aber die fließt halt. Da kannst du trotzdem da in diesem Auffangbecken quasi was. Genau, also du kannst nicht auf die fließende klicken, aber eine fließende Lava hat ja trotzdem eine Quelle. Und diese Quelle ist nicht fließend. Die kannst du in einen Eimer packen. Also ganz oben quasi. Nicht unten, sondern ganz, ganz oben. Richtig. Da, wo es anfängt zu fließen. Ist wie mit dem Wasser. Wasser kannst du ja auch nicht da aufsammeln, wo es fließt, sondern nur da, wo es in dem Sinne steht. Steht, genau. So, da oben, wo das aus dem Loch, da, wo es rauskommt. Da kannst du jetzt quasi mit dem Eimer dann. Wichtig ist mit dem Eimer dann gleich. Und Vorsicht, nicht, dass du gleich verbrennst, weil da musst du ein Stück weit wegschlagen jetzt. Du musst da ein Stück weit den Stein wegschlagen, weil da, wo du jetzt gerade bist, du behängst an der Kante. Nicht, dass das jetzt hier gleich aufeinanderbricht, ne? Ja, genau, das ist nämlich gerade das Problem. Das ist, du lebst da gerade ein bisschen gefährlich.
Vielleicht. Ich brauche vielleicht mal deinen Rat. Wer ist deinen Rat? Niki, ich brauche gleich deinen Rat. Erik, ich habe drei Hot Hühs. Okay, wo bist du? Hier. Hier? Am Dorf. An welchem Dorf? Ja, warte, ich versuche gerade F3 zu drücken. Das geht Ich habe schon leider Lava. nicht. Oh Gott, guck Ich habe den die Hasen an, Lava Schatz. weggemacht. Ja, das ist richtig. Die geht jetzt langsam weg. Schatz, guck mal an, wie süß es ist. Wieso guckt das denn da drauf? Kannst du mir koordinatentechnisch vielleicht Ja, wollte ich sagen? gerade, aber ihr wart am Quatschen. Entschuldigung. 600.224. Ja, ich wollte nur nicht unterbrechen. So war das gemeint. 600.024. Ja, also die 70 sage ich jetzt nicht dazu, die dazwischen steht. Das ist ja nur die Höhe. Oh Gott. Mal, wie. Du bist doch in dieselbe Richtung gelaufen. Ich bin nur ein bisschen weiter wahrscheinlich westlich, nee, östlich Also als ich du. bin bei 488,73. Wow. Ich habe Das wieder ist. gezorrot. Gerade sagen, Lorna Ich wollte gerade Zorro, live sagen, in du warst Action. vorher hinter mir und dann bist du auf einmal. Ey. Also, warte mal. Der portelt. Wahrscheinlich portelt der. Das muss weniger werden und das muss mehr werden. Wie kriege ich das hin? Ich glaube so. Egal. Fascinated. Rede ich einfach mal so. Mal gucken, ob das klappt. Ich habe jetzt bloß keine Und Ahnung, dann mache ich was. den Eimer mit der Lava da rein, ja? Genau. Genau, Dann richtig. kannst du den Eimer, Ja. wenn der anfängt abzubrennen, der Eimer ist leer, kannst du ihn auch direkt wieder rausholen. Ich beobachte das jetzt nicht die ganze Zeit. Nee, nee, musst du ja nicht. Und warum soll Lava so viel besser als Kohle? Weil Kohle, so ein Stack, hält nur für eine gewisse Anzahl. Und ich meine, Lava-Eimer hält für die vierfache Anzahl. Alter Also Gott. ein Kohlebrocken kann man nicht 8 Steine machen. Echt wenig. Also so ein Kohlestück. Also ich bin froh, dass wir die Steinmaschinen haben. So. Ich weiß ja nicht, was passiert, wenn ich die Pferde hier zureite. Ob du die dann noch nutzen kannst. Weil hier sind eins, zwei. Boah, hier sind viele. Welche Ein, Farben? zwei, viele. Welche Farben? Ja. Warte, ich muss mal näher rangehen, weil mich blendet das Licht so. Also bei. Ja, nach meinem Texture Pack ist das jetzt hier. Moment, das hier ist ein Esel, würde ich gerade sagen. Den Esel kannst Oder? du gerne mitbringen. Nee. Das wird jetzt irgendwie, das wird zwar weniger, aber das andere muss ja auch mehr werden. Wieso wird das nicht. Hä? Oh Gott. Kannst du mal Richtung Sonne gucken? Ja, warte mal, die Sonne ist da. So, und dann Ja. müsstest du jetzt eigentlich, wenn du Richtung Sonne guckst, so rechts von ihr einfach hergehen. Dann müsstest du eigentlich schon in die Nähe von mir kommen. Sobald ich Hier, Richtung Steinmaschine gehe, ruckelt das wie die Hölle. Ne? ja, das Nee, ist die wie gesagt, das ist Steinmaschine. normal. Die Steinmaschine, die ist da. Die macht halt einfach auf Doom. Ihr habt eine Menge gezurrt. Ist das nicht gewöhnt? Also, ich habe hier so ein braun-weiß geflipptes. Also, ihr habt in die Truhe selber was reingepackt, ne? Ja. Ja, weil ich Was ist mit dachte, da Trichter wäre. gemeint? Ein Trichter ist eine Sache, die zum Befüllen wichtig ist. Die ist Also, jetzt gerade die ist unwichtig. leer. Ja, da darf auch nichts drin sein, weil der Trichter ja nur durchtrichtert halt. Okay, also muss irgendein Fehler sein, weil das Ding läuft nicht. Genau, richtig. Hier. Das sagten wir ja schon. Sebastian hatte sogar schon in Anführungszeichen quasi so roundabout rausgefunden, wo das Problem ist. Aber da das Konstrukt von Phil nicht so ganz durchblicken kann. Ja, ich habe den Ofen einfach nicht gefunden, der das brennt. Wo der versteckt ist. Also, wie er es nachfüllt, habe ich gefunden. Aber dafür müsste ich jetzt ein bisschen was aufkloppen, um zu finden, was da jetzt nicht läuft. Aber. Und da würde Phil mit hoher Wahrscheinlichkeit ziemlich durchdrehen. Warten wir einfach, bis er drüber guckt. Genau. Die Akazie hat mich gefangen genommen. Schatz, ist es einfach, Kohle zu finden? Kohle? Mhm. Logisch, in jedem x-beliebigen Berg. Also ich weiß jetzt nicht, wo du bist, aber ich bin jetzt hier bei einem riesigen Teich, der irgendwie an einem Sumpf endet.
Ja, aber welche Koordinaten hast du denn? Minus 49, 60, 888. In der Mitte. In der Mitte. Nein, minus 50. 62 und dann 900 steigend. Alter, bist du auf einer anderen Welt oder wo ist bei dir die Sonne? Eigentlich musst du jetzt wirklich nur Richtung Sonne von dir aus laufen. Ja, Osterrot. was soll ich denn machen? Ricky? Alter, oder hast du noch den Mond am Himmel? Nein, ich renne jetzt quasi auf die Sonne zu. Jetzt bin ich hier, wie gesagt. Schatz, komm, bestätige. Da ist die Sonne, da renne ich drauf zu. Ja, aber es muss doch der hintere Wert doch zumindest ins Plus gehen, wenn du jetzt Richtung Sonne läufst. Ja. Da Bestimmt. bin ich jetzt bei 970. 970, ja. Und dann müsstest du jetzt ja nur noch nach 600 hoch. Also bist du zu weit unten. Also du bist zu weit westlich, glaube ich, gelaufen. Weil ich stehe hier östlich. Also Hier muss müsstest du ich X so laufen, quasi. dass die Sonne rechts von dir ist. Und dann einfach geradeaus hoch. Weil wir haben jetzt Mittag. Also ist die Sonne jetzt im Süden. Du willst ja nach Osten. Komme nicht mit Himmelsrichtung, ich war noch nie gut in Geografie. Also, wenn du F3 anmachst, dann siehst du, in welche Richtung du läufst. Ja, ich weiß, ich komme da trotzdem nicht mehr klar. Offensichtlich. Und ich habe Hunger. Ich esse jetzt erstmal ein gebratenes Schwein vor dem Häschen hier, damit er aussieht, dass ich keine Angst vor ihm habe. Hieß hier mit roten Augen? Nein. Warte. Ein braunes mit weißen. Ups. Was? Ich wollte gerade einen Stein, einen Holzklotz dahinstellen, damit ich das abbaue, habe aber aus Versehen das Knochenmehl erwischt und auf einmal war unter mir jede Menge Gras und ein Blümchen. Ja, das passiert, wenn man Knochenmehl auf Gras setzt. Wachsen da immer nur die gelben Blumen? Nein, das ist random, meine ich. Beziehungsweise, es kommt, glaube ich, darauf an, in welchem Biom du dich befindest. Ich glaube, das ist die, die ich Ich suche. Ja, abgebaut. bin gerade in einem Forest-Biom. Ja, zwischen uns ist auch ein bisschen noch Haben wir bewaldet, ja. Silber oder so? Silber? Ja, Ja, für Silber gibt's neue. nicht. Silber gibt's nicht, Nee, wollte ich Eisen, sorry, Eisen. Eisenbahn brauche ich, ne? So. So, da ist ein großer Pilz, hier ist ein großer. Ja, also den Wald kenne ich. Du müsstest mir eigentlich jetzt auf dem Weg sein, mir entgegen zu. Also mir entgegen. Ich stehe gerade. Da ist ein Creeper, da ist ein Skelett, hier ist eine große Weide, das Skelett brennt. Die haben ja Hobbys. Jetzt renne ich wieder auf den Wald zu, weil die Weide vorbei ist. Da ist ein Schaf, da ist noch ein Schaf, da ist noch ein Schaf, da ist noch ein Schaf. Drei weiße, ein braunes, wenn man es genau nehmen möchte. Noch ein Schaf, rote Blumen. Bring mir Blumen bitte mit. Nee. Alter, machst du das eigentlich beim Autofahren auch? Anstatt anzugeben, da ist ein Auto oder da ist was Markantes, was ich wiedererkenne, da ist ein Mensch. Da ist ein Mensch. Da Ja. geht eine Familie. Das ist mehr Vergessen als wir ein nicht, da Mensch. ist ein Mensch. Wie mache ich ein Schwert? So, wie ist denn jetzt. Stock, Stock, nee, Stock, Eisen, Eisen. Ja. Von einem unten nach oben. Wie meine Position ist, oder was? Die letzte nur. Die letzte ist bei 973. 973. 900. Ich kann nicht laufen. Oh, ich brauche Hunger. Ich habe Hunger. Ich brauche Oh, Hunger, ich ich kann nicht brauche mehr Hunger. machen. So, 973. Und bei was bist du dann bei dem anderen Wert? Hier ist eine geile Höhle. Und der erste Wert? Ja. 570. Bist du schon ein bisschen zu weit? Dann müsstest du, wenn du so gelaufen bist, wie ich jetzt denke, ein bisschen nach rechts dich drehen und dann Richtung, was ist das dann, Süden laufen. Towards positiv Z. Okay. Da sind irgendwie so. Ah, hier ist. Das kenne ich, hier war ich schon mal. Ja, du müsstest. Oh Gott, ey, das ist bei mir gerade so am Längen hier. Also ich bin jetzt bei dem Villager-Dorf, glaube ich. Ja, wenn ich dich hier gleich sehe, wenn das hier nicht so rumlenken würde. Also ich bin jetzt bei dem Dorf auch.
Ja. Ja, ich sehe dich auch gerade. Ich bin so hinter dich. Jo. So, und wenn du jetzt einfach jetzt da geradeaus weiterrennst, Oh dann kommen wir nein. jetzt zu den Pferdchen. Oh Gott nein, sei da Dank. waren wieder gerade die Villager unterwegs. Ja, die habe ich auch nicht gehört. Ah, hier sind sie. Da, Hatto Maxe. So, und jetzt hast du hier Hatto deine Max Auswahl. Hart. Scherz. Gefleckten. Möchtest du das Pferd, was wir haben, behalten oder möchtest du eine andere Farbe? Weil ich habe hier noch braun, so Milka Kuh braun-weiß Ich behalte gepunktet. das, dass ich was beinahm. Das ist klar, dann nehme ich das hier. Was? Wieso machst du das? Weil du ganz oft richtig machen musst, bis du dich draufsetzen kannst. Ah, ja. So zähmst du ein Pferd, indem du es einfach entsprechend Muskulaturtraining Da habe machen ich mich lässt. nicht geöffnet. Du weißt, dass du das Pferd zähmst, indem du eine leere Hand hast, oder? Nein. Okay. Ich hab's jetzt die ganze Zeit mit Schwarzpulver. Lieber auf ihn Ja, du rufen. hast es die ganze Zeit gehauen. Nee, Natürlich. das wäre mit links. Das Ganze zu wenig öffnen. Wo steht noch ein Ofen? Kannst noch einen bauen. Genau, reite es zu. Steine außenrum im, ja. Wo will es mit mir hin? Meine außenrum was? Ja, in dem hier, ich baue Ja, Bauzeugs kam. habe ich. So. Ich habe Herzchen gesehen. Ja, aber ich glaube noch Ja. nicht genug. Ja, Steine außenrum. Steiner Bruchstein. Cobblestone, Cobblestone, immer Cobblestone, weil das eigentlich der Standard ist. Ich kann mich aber nicht bewegen. Ja, weil das ist das, warum man eigentlich einen Sattel brauchte, so wie ich das noch kannte. Deswegen sagte ich auch, Weil hast du du kannst einen ein Pferd Sattel? nur steuern, wenn du einen Sattel hast. Ja. Also ich habe einen Sattel, aber den nicht zu Hause. Oh Gott. Iris, was ist los mit dir? Nee, was ist los mit dir? Ich Warum sehe bist du nichts. so? Ich sehe nichts. Wie du siehst, nimmst du Es ist nur was dunkel. hin. Ruf zu lang. Kann ich vielleicht hier irgendwie was mit den Villagern traden? Hat irgendjemand einen Sattel? Also, ich Also, ich sagte glaube, gerade es noch, gibt hast du sogar einen Sattel Villager, die dabei? wirklich Sattel. Bitte was? Gibt Villager, die Sattel verkaufen. Weil ich meine, es gibt so eine Art Lederer, der das dann machen kann. Aber ich weiß nicht, ob der in diesem Dorf existiert. Wie creepy die sich anhören. Wieder mal Ist hier da! drin. Hier unten ist einer. Ey, er rennt gerade rein. Was ist das für einer? Ja, weil es dunkel Schäfer. ist. Ein Schäfer. Bauer? Wie so halbdeutsch irgendwie, was die reden, ey. Ich bin Fleischer und ein Schäfer wieder. Nein! Nein! Was denn? Nein! Ich hab einen Creeper vor der Tür! Da steht ein Creeper vor der Tür. Wo denn? Jetzt steht er am Fenster. Ich weiß nicht, ob ich hier raus sollte. Ah, er ist weggegangen. Wir sind so weit, dass ich ihn, oh Gott, bekämpfen könnte. Wo sind wir denn? Da! Ja. Gruselige Geräusche. Hier ist noch einer, noch ein Bauer. Verdammt. Niki? Das hat sie wohl nicht so Was mitbekommen. denn? Ich hatte vorhin irgendwann mal geschrien, ich brauche einmal deinen Rat. Ja, verdammt. Ich hatte nur gehört, du bräuchtest einen Rat, aber ich wusste nicht von wem. Ich hatte Niki gesagt, tut mir leid. Wo bist du denn? Bei mir. Wie kann man einen Sattel denn basteln? Nein. Das ist ja jetzt toll. Das hier ist ein Utini! Reitmacher. Wem kuschelt der Wo hier? hattest du denn unseren Sattel gefunden? Den habe ich aus einer Höhle gefunden. Wirklich so zwei Pfeilmacher.
Also ich habe zu viele Dörfer jetzt schon hier auf diesem Server entdeckt, deswegen weiß ich nicht, ob das hier war mit dem Sattel oder... Oh, Zombie kommt. Nein. Ich will keine Zombie-Villager hier haben. Oh, und es ruckelt. Nein! Robert, hier bist du denn? Ah, da oben sehe ich dich. Ich würde sagen, jetzt gerade am Eingang. Ja, dann müssten wir nochmal zurück bei, zu mir hin. Und damit ich den Sattel mitnehmen kann. Und zwar. Wie geht's wieder zu uns? Kommen Sie mit, kommen Sie mit. Sebastian? Ja. Wie geht's denn wieder zurück zu uns? Ja, ich dachte, du bist da hinten. Du bist hinter mir oder nicht? Also hier auch noch lang. Also ich sehe den Creeper. Dann geht's ja, hier hoch. Dann kann man hier rein. Zombie, den wir eben töten sollten, weil der hier versucht, auf den Villager zu gehen. Und zwar habe ich jetzt halt, möchte ich das halt wirklich so als schönen Garten machen und so. Wo bist du jetzt? Das Problem ist. Aber ich glaube, ich brauche mehr Volumen. Und ich wollte halt mit dir so. Hier. Du bist ein kreativer Mensch. Ich habe hier Pflanzen. Du bist kreativ? Da ist was explodiert. Alles klar, Sally. Wieso? Dir noch einen schönen Abend. Das frage ich mich gerade auch. Warum ist hier gerade was explodiert? Schönen Abend noch. Tschüss. Mein Hund ist weggerannt. War hier gerade ein Creeper? Das ist ja seltsam, das kann ja gar nicht sein, ich jetzt auch hell. Und. Wo ist Sebastian? Was ist mit dem Wuffel hier wieder? Wo bist du denn jetzt? Ich auch nicht. Ich stehe hier. Ich hab Zorro verloren. Also ich bin einfach nur neben dir hergelaufen, ich habe sogar eine Fackel in der Hand. Ja, Glowstone und Redstone in einer Kiste, ist das irgendwie... Ja. Da bist du! Explosiv? Also bei mir sehe ich das nicht, dass du eine Fackel in der Hand hast, das sieht nur derjenige mal selbst. So, hier. Meinst du einfach nochmal mehr... Alter, was war das denn jetzt hier gerade? Ja, nicht in das Loch rein, ich weiß nicht warum... Aber die Rosen hat es Gott sei Dank nicht zerfetzt. Ja. Das also ich hab, ich muss, ich glaube, ich brauche noch ein paar mehr Pflanzen, ist das Problem. Verschiedene ich hatte als meinst du, oder? Hä? Das kam ja verschiedene, oder? Ja, ich habe halt ein paar da drin. Ich muss mal kurz, ich habe halt zwar hier ein paar drin, ich muss mal kurz Glas holen. Das macht mich kirre gerade. Also ich habe, wir haben bei uns entsprechend noch viele Pflanzen in der Kiste, wenn da... Ja, aber ich will auch noch einen Garten machen. Ja, alles dann klar. Knochenmehl ab auf die Plains und dann packt er das da rein. Ich meine, ich habe die doch extra gesammelt dafür. Okay. Und dann wachsen da Wildwuchspflanzen. Also Glowstone und Redstone in einer Kiste, sorgt das für eine Explosion? Nee. Nicht in der Kiste. Kisten sind egal, ob da... Weil wir wissen gerade nicht, ob hier gerade spontan ein Creeper auf einmal, warum auch immer, gespawnt ist, aber hier ist gerade was in die Luft geflogen. Ups. Vielleicht hat da jemand einen Hund dabei? Hier ist ein Hund. Weiß ich nicht. Das ist es ja. Es muss im Haus gespawnt sein, weil Niki stand daneben und auf einmal macht es Peng. Das war ja gerade das Skurrile daran. Und die Kiste in. Kiste ist. Ist sie weg? Die Kiste ist weg. Skurrilose. War da noch eine zweite? Ja, da war noch eine zweite neben. Da war jetzt halt der Redstone, der Glowstone und ein Schleimball drin nur. Okay. Und die hat dann Bumm gemacht. Also du hast halt hauptsächlich auch so viele Bäume. Ja, das sind jetzt auch noch die ganzen Setzlinge und hier rechts sind halt die Blumen. Als ich gestern unterwegs war, habe ich noch mehr gesammelt gehabt, aber die haben halt ein, die haben Bumm gemacht. Ja gut, ansonsten muss ich nochmal gucken. Ich meine, ich habe mir die Koordinaten aufgeschrieben. Ich hatte einen Blumenwald gefunden. Weil ich möchte halt hier am liebsten, dass irgendwie, weiß nicht, vielleicht mit so einem kleinen See oder so auch noch so damit... Ein kleiner Brunnen oder ein kleiner... Ja, so ein kleiner See. Ja, genau. Ich will mir das halt, also muss jetzt nicht heute sein. Ich würde mir das halt hier gerne auch mit hier hinten noch die Ecke. Kann man ja auch noch was machen. Hier dann richtig schön dekorativ machen. Als kleine Oase. Auf jeden Fall. Wo sind die Bäume eigentlich so hart abgehackt? Das sind Akazienbäume, die sind irgendwie so.
Ja, die wachsen krumm und schief. Die sind gerade. Okay. Weil es halt eine Akazie ist. Ich dachte, die wären abgehackt. So, im Sinne von, oh, ich brauch Holz. Nee, die sind so. Die wachsen auch so skurril. So, findest du jetzt nach Hause? Ja, ich sehe dein Haus. Will ich noch das Gitter hier runter machen, damit das. Kannst du da jetzt zum Beispiel ranken und hochwachsen lassen? Das müsste ich testen. Ich hab noch in irgendeiner Kiste, habe ich noch welche. Ja, das wäre ganz klar. Das wäre schon geil. Was ist spinnenlos hier? Was ist das? Ist das einfach ein Zaun oder was? Genau, das ist eigentlich ein einfacher Zaun. Den kann man, aber das habe ich auch das Gerüst bei mir zu Hause bei der Treppe gemacht. Es sieht halt aus, wie als würde die Treppe halt daran gestützt werden. Mhm. Aus wo? So eine schwebende Treppe sieht ja schon ein wenig unnatürlich aus. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Das habe ich leider jetzt nicht gehört. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich habe schon wieder irgendwas gehört. Hier ist ein Zombie mit einer Schaufel. Jetzt mal einen Moment. Kommt die echt vielleicht von oben? Sekunde. Ich habe eine ganz böse Vermutung. Lasst uns auf ihren Kopf springen. Boom. Ja, so ungefähr. Wenn die nämlich. Können eigentlich nicht auf einer Treppe spawnen, die Viecher. Das funktioniert nicht. Hier können die nicht spawnen. Hier oben ist alles hell. Und da hinten ist alles voller Creeper. Wo? Wenn du da hinter. Wenn du da guckst, da ist einer, da ist noch einer, da ist noch einer. Also. Ich habe hier eigentlich alles mit. Hier sind so viele Fackeln, hier kann doch nichts mehr spawnen. Offensichtlich doch. Hatte ich? Brauchte nicht so viel. Kommt hier noch ein Dach hin oder wie? Was ist das hier? Ja, da kommt noch das Dach hin. Ich war bis dato nur zu voll, das Dach zu machen, weil Dächer sind kacke. Der Vorteil ist. Kannst du. Der Creeper sieht voll gruselig aus mit dem Pack. Ja, okay, ein bisschen Schaden kriegst du. Hier muss ich halt noch weiter abbauen. Hier ist alles voller Fackeln. Wie hast du diese Tür gemacht? Das ist eine. Das müsste eine Tropenholztür sein. In den Tropen? Aus den Tropen. Ja, Tropenholztür. Bei jeder Tür, ich kann dir das mal zeigen, komm mal mit. Die Tür hat ein anderes Muster. Genau. Ich habe auch, glaube ich, mittlerweile fast alle. Also die hat so fast alle. Ja. Wo bist du hingerannt? Ins Haupthaus. Nametag suchen. Hier, Nametag. Hier habe ich zumindest Eiche, Schwarz Eichenholz, Fichtenholz, Tropenholz und Akazienholz. Mhm. Das ist, als deine Hühner nicht mehr entsprechend hier am Rumplätschern bei der Brücke. Sehen alle anders aus. Denke ich, werde dabei mal langsam aufgehen. Jo! Großhaus bei mir bauen kann ich jetzt gerade eh nicht mehr. Ich geh nochmal bei uns kurz die Steine aus dem Ofen holen oder sonst. Schatz, ich guck mich mal an. Sieht voll lustig aus. Viel zu niedlich für die Rüstung. Bangre! Dreh dich mal um. Ich hab so eine Schusshatte Rüstung, ey. Ja. Oh, wie geil fließende Lava bei Swex aussieht. Muss ich mir gleich mal angucken. Mit Shader Pack, also das hatte ich noch nicht gehabt bis dato. Na toll. Was? Du hast mich künstlich aufgehalten. Assi. Richtig. Ja, ich finde, der Baum sieht richtig geil aus. Da kann man sich so eine schöne Aussichtsplattform drauf bauen. Da baue ich dieses. Erinnerst du dich noch an das Bild, was ich gemacht habe? Was ja. Ich jetzt sehe? Das könntest du da reinbauen. Ja.
Wortschatz. Das ist Lava. Ja, sieht gut aus. Zum Glas sind auch groß. Diese Oberflächendinger machen aber echt voll die großen Unterschiede, ne? Ja. Hast du nochmal zwei Öfen dazu gebaut? Ja. So, dann würde ich mich auch sagen, das war's für heute. Chloe the Wolf Girl, hi, schön, dass du da bist. Perfekt. Genau, passend zum Ende. Genau, richtig. Du hast quasi genau das Ende des Streams erwischt. Aber schön, dass du da bist. Was denn los, ey, Captain? Schön, dass du da bist. Aber auch bei dir, gleiche wie bei Chloe, wir sind gerade dabei, Schicht zu machen für heute. Ist ja auch schon etwas später, wa? Ja, es ist eher ein bisschen früh. Oder von mir aus auch das. Ah. Dementsprechend. Das ist noch alles. Oh. Neben Sinne. Esse ich mal eben zwei Äpfelchens. Reicht nicht, da muss noch Kekse halten oder so. Ne, einfach eine Kartoffel. Quasi. Richtig, da habt ihr genau das Ende erwischt. Aber schön, dass du noch reingeschaltet hast. Dementsprechend, wie man sieht, das hat sich wieder ein bisschen was verändert hier. Ach so, du klimperst gerade die Erfahrungspunkte durchs Brennen ab. Gut. Ich danke allen fürs Reinschalten. Schön, dass ihr da wart. Ich wünsche euch soweit noch eine gute, angenehme Nacht. Kommt gut ins Bett. Und man sieht sich quasi später schon um 19 Uhr zum regulären Stream. Guck mal, wie die Ranken am Rumwabern sind. Alles klar. Dann würde ich sagen, gute Nacht an alle. Bis später am Tag.